Ja, hallo zu Inside Politics, heute aus der Hofburg, neben mir mittlerweile ehemaliger Präsidentschaftskandidat, ja, Ingenieur Richard. Zweimal schon gewesen, ja. Zweimaliger Präsidentschaftskandidat, also gesamt eigentlich haben Sie ja, so, wenn man beide Antritte zählt, so viel wie der Herr Hunsdorfer beim letzten Mal. Nein, ich habe beim letzten Mal habe ich jetzt 9,91% gehabt und jetzt halt sehr wenig. Ja, ja, wenn ich das beides zusammenrechne. Dann halt eben mehr wie die beiden, ja. Sowohl Kohl als auch Hunsdorfer. Wie sehen Sie das und warum sind Sie eigentlich heute in die Hofburg gekommen? Ich bin eingeladen worden zu verschiedenen Interviews und Stellungnahmen und es ist eigentlich auch interessant, dass ich habe mir gedacht, ich werde, wenn ich heimgehe, ein Ergebnis. Es gibt einfach kein Ergebnis, es wird jetzt wieder diskutiert, aber man kriegt das über die Kopfhörer nur zeitversetzt mit. Jetzt gehe ich heim und schaue mir das am Fernseher an, glaube ich, ist gescheiter. Ja, das geht mir also. Zwei Wochen später schaue ich es im Fernsehen an. Ja, nein, schaue, es ist ein äußerst knappes Ergebnis man weiß nicht, wer der Sieger wird. Aus meiner Sicht ist halt, wenn es der Van der Bellen wird, was durchaus möglich ist, wird es halt eine Prolongation von Rot und Schwarz sein. Und mein Credo war, wie ich angetreten bin, weg mit Rot und Schwarz. Die Roten mit den Blauen oder die Schwarzen mit den Blauen oder auch mit den Grünen. Aber nach den derzeitigen Umfragelagen gibt es nur Schwarz-Blau oder Rot-Blau. Jetzt wollen die Roten nicht mit den Blauen, so würde es wahrscheinlich Blau-Schwarz geben. Aber ich glaube, es wird jetzt nichts geschenkt, sondern man wird bis September 2018 warten müssen und dann gibt es Neuwahlen. Und dann ist die Frage, ob sich der Bundespräsident, der dann am Ruder ist, dazu entschließt, auch die Blauen hineinzunehmen, um die Roten und die Schwarzen zu trennen. Das ist aus meiner Sicht das, was die Bevölkerung will und das, was geschenkt sollte. Auf gut Wienerisch, nichts ist geschehen, nichts passiert. Derzeit, ja, ja. Naja, man weiß noch nicht, man wird sehen. Also der erste Wahlgang hat immerhin bewirkt, dass wir einen neuen Bundeskanzler haben und das ist ja was. Und der kommt aus der Wirtschaft und ist einer, der Chancen hat, dass er im Land was verändern kann. Nur vor einiger Zeit war der Mitterlehner mit dem Django-Effekt, das war genauso und dann war wieder alles weg. Die Frage, ob es der Kern, ich glaube, der hat es ein bisschen besser vorbereitet und hat mehr Netzwerk, wird es vielleicht länger halten, aber die Politik ist ein hartes Geschäft und da kann man schnell weg vom Fenster sein. Aber es stimmt mal wieder, Pantare, alles fließt, die Politik hat sich wieder mal ein Stückchen nach vor bewegt. Jawohl, Sie sind ein guter Lateiner. Gut. Ich habe das von Ihnen gelernt, weil was ist denn eigentlich der Lateiner? Okay, danke vielmals fürs Gespräch. Bitte, danke, Wiederschauen. Wiederschauen.